Guado ist ja auch ein ganz anderer Schnaps. Oh, der hat gerade sein Ding, das Deployment hier vorne hingeschmissen. Ich habe irgendwas getötet, aber es ist, das ist gut. Einen Point ein. Aber es war kein Gegner, sondern irgendein Device oder so. Aua. Sojourn ist sehr low gewesen. Die haben Cree links von uns. Links von uns? Ja, da wurde gerade was. Wurde sonst andere in der Map gezogen, schade. Und ich hab Ult. Quasi. Und ich hab keine Leben, dann Ult doch bitte mal. Ja, bin dabei. Hallo schön. So gut neben mir her? Ja, du bist ja. Oha, mir wurde jemand abgestaubt. Ich hatte zwei Elims in meiner Ding. Okay, warte, Chris, wir sollten auf den Punkt gehen. Komm. Ja, kurz aufgehört, Aim zu haben. Oh mein Gott, ich brauche Heilung. Dankeschön, Warra, ich hab dich ganz so lieb. Oh, Kree auf 1 HP. Jo. Komm, Chris, lass uns den Roadhog picken. Ne, lass mal nicht machen, das ist okay, das vorbei. Das machen wir nicht. Dann machen wir das nicht, Langweiler. Nein, er ist wieder so low gewesen. Jo, hockt bei Klein, in der Frontline oder so. Der Live-Viewer hat auch was gegen mich, das sieht mich immer komplett weg. Hallo, ich werde gemobbt! Ja, okay, lebt damit oder so. Ja, hier ist tot, denn ich habe deinen Buffer getötet. Wie man es mit Mobbern machen sollte. Ja, wo sind die denn jetzt, Alter? Weiß ich nicht, ich schieß sie auch nur low die ganze Zeit. Die Mörder war low, mal wieder. Schade, was hat der Live-Viewer da vorne gemacht? Oh, bruh. Nein. Der Fettsack hat das blockiert. Das ist natürlich unfair von der Kiriko, dass die genau nach meinem Hammer. Ach komm schon. Hat sie mir auch Headshot gegeben. Aber ich finde es auch ehrlich gesagt ganz schön, dass er die ganze Zeit Roadhog spielt. Da kann ich mich immer sehr schön bei heilen. Mhm, same. Es ist halt immer so schwer, hier auf den Punkt zu kommen. Das ist halt schon ein großes Problem, actually, ne? Wenn du halt einmal hinten getrappt bist, dann kommst du schwierig wieder raus. Was macht der Live-Fever da? Warum lässt er sich rein? Bleib mal in der Backline, du dummer Support. Oh, schön, Leute, Chris. Oh, ja. Jetzt fehlt mir aber die Live-Weaver-Heilung. Ne, ich bin verwirrt. Aber da kommt noch irgendwo ein gegnerischer Sub mehr. Hey? Gegnerischer. Gegnerischer. Mhm. Die Sets sind ganz gut. Tank Diff. Ey, absolut. Die Ports machen echt wenig Heilung. Ja, aber die brauchen halt doch nicht viel Heilung machen, weil jeder von uns sich heilt. Ja, vor allem wir haben halt auch doppelt so viel Damage gemacht wie die gegnerischen. Also nur mal unsere, wir sind in Minute 4 und unsere haben 43.000 Heilung, das ist völlig in Ordnung. Die gegnerischen Supports müssen nur viel mehr heilen, weil wir zu viel mehr Schaden machen. Die haben gar keinen Spaß, die haben wirklich gar keinen Spaß. Warum ist Moira so groß? Weil Moira Iren ist oder so? Eine Korrelation okay. Oder so, keine Ahnung. Alle Iren sind groß. Okay. Mhm. Aus! Oh, cool. Oh, die haben El Bastion. Und mir geht's nicht gut. Aus mehr. Das ist doch auch gut. Auch ein Rapper. Schade. Und Merci. Merci revived okay, gerade in den Gegnern, aber sie wurde geglänzt. Oh, mir geht's nicht gut. Ja, Reaper Best ist eine ungesunde Kombi. Oh, Josh macht wieder den dritten Support. Finde ich toll. Ja. Bei Reaper mehr, so wir sterben auch beide nicht. Wir schießen uns gegenseitig ab und faden dann weg.
Besten ist der Lord, du Scheiße. Ja, okay. Unterstützungsfeuer. Will unser Mörder auch heilen? Oh, schöner Baum. Bruder muss noch los. Ne, rip unsere Mörder. Oh mein Gott, ich kann's Team in Mitte. Ich hab zwar 96% Ult, aber es macht absolut keinen Sinn, dass ich weiterhin. Nein. Mach doch eben. Rausgehen, cool drücken. Okay, fick dich. Ja, an sich schon, aber dann hätte ich halt so lange überlebt und nochmal in eine scheiß Comp reingespielt. Ja, okay, true. Bock drauf. Naja, stimmt schon. Oh, Zarya sollte gegen die auch gut funktionieren. Die haben gerade meinen kompletten Grassball geschossen. Achtung. Ja, Reaper, da verpisst du dich auch ganz schön wieder, ne? Ja, okay, richtige Scheiß-Ult schon wieder gewesen. Weil mein Schiff sich irgendwie nicht deaktiviert hat, dann so bin low. Ich eine Minute in den Gegner rumgefadet. Und alle sind weggerannt in der Lass Zeit. Ich bin mal in Ruhe hier. Chris, hinter dir ist ein Healpad noch kurz. Hat sie mit ihrer Ult-Wing getötet bekommen? Ah. Sie haben jetzt auch einen Soldier. Wir hatten einen Soldier. Oh, der Reaper ist super low von denen. Der ist wieder voll, weil es ein Reaper. Ja, ist was dran. Oh, der ist aber super low. Oh, nicht mehr, schade. Auch gleich wiederholt, oder? Der Reaper? Ne, der Reaper so viel Damage gemacht. Ja, der Reaper müsste aber auch gleich wiederholt haben. Ja. Da fuck. Oh, shit. Okay, kann Damage Boosted Orisa per One hitten? Ach, kacke. Weiß ich nicht, aber so langsam hätte ich trotzdem gerne mal ein bisschen mehr Heilung. Ein HP wieder. Okay, es ist echt traurig, aber. Ja, es ist allerdings auch ein Damage Boosted Soldier mit Mercy Pocket so. Also schade, ich werde Chris. Definitiv auf Orisa switchen, weil so ja, ich muss gleich auch switchen auf irgendwas anderes. Okay. Machen wir was mit ein bisschen mehr Range. Oh, du lebst doch nicht mehr. Nee, aber ich weiß nicht, worauf ich gut switchen kann. Wer ist schon? Ja. Ist sehr angenehm. Es ist so traurig. Mann, du kannst nicht mal einen Counter spielen, weil die halt einfach zu stark ist. Das ist ja so traurig. Oh, da wurde ich gespießt. Okay, Chris, lass mal rechts rumgehen und High Ground hier leer machen. Ja, ist leer. Top. Oh, ich auch. Ah, ich hab Mercy. Das ist jetzt optimal. Verstecke mich hinter einem Baum. Ich hab ihn. Schön. Reaper ist halt auch die ganze Zeit in uns, ne? Würde ich Jericho focussen, dieses 1 HP dahinter. Hinter der Wand, wo die Orisa ist. Reaper down. Bis links von dir ist nur Reaper, aber ich spray Obsidian ja, die ganze Zeit. Ich versuche halt die ganze Zeit die Jericho zu focussen, weil die ja. Wirklich die ganze Zeit nur dahinter steht und Zeit. Rechtsklick drückt. Die macht legit nichts anderes. Hier links ist ein Soldier, vermute ich mal, irgendwo. Ne, der Hand habe ich getötet. Schade. Aber warte mal, ich muss ja gar nicht so nah stehen, ich habe ja keinen Damage Fall off. Ganz vergessen! Ja, ich habe Ult. Oh. Okay, wir müssen jetzt echt nicht mehr lange aushalten. Ich werde gleich dann mal kurz meine Ult zünden und, also wenn die nach vorne gehen. Und den Weg hier noch mal kurz vollballern. Rechts rum? Rechts, ja. Reaper. Oben drauf. Der ist super low. Ich wollte sagen, ah. Shit. Oh, ich war mit dem Reaper auf dem Ding. Nee, muss ich auch egal, sagen, das war ein guter Pull von dem Reaper. Ja, er hat mich von der Ult in die Ult gezogen. Wir müssen nur den Reaper töten.
Ich kann aus dem Spawn noch so ulten, wenn ihr wollt. Alles gut, alles schön. Gut. Habt ihr? Ich hab beides Spot gekillt, deswegen. Junge. Hatten die keine Chance. Es ist so traurig, Junge. Du spielst Orisa und zack gewinnst du. Ja. Das ist wirklich so belastend. OP-Tank. Es war auch so unnötig, dieser Chill. Also Orisa hätte echt diesen Damage. Also keinen Damage-Fall-Off hätte die echt bekommen müssen. Es gab keinen Grund dafür. Orisa war doch völlig fein. Oh Mann, da wurde ich umgebracht. Belastend. Oh.